Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu PC Building Simulator mit meiner Wenigkeit. So, also, der Computer mit der kaputten Grafikkarte ist im Transit, die Grafikkarte haben wir. So, das ist eine Dankesmail. Hier haben wir, you can put in 4 GB of memory, I did a like, turn me after, check this, okay. Upgrade to 4 GB. Können wir machen. Habe ich kein Problem damit. Das heißt, wir kaufen einmal noch 4 GB. Und. Skylax Socket. Okay, und er braucht noch ein Motherboard. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wir brauchen erstmal noch Memory. Und der will 4 GB haben, ist kein Problem. Und dann er braucht ein Motherboard mit einem Skylake. Skylake. Okay, da gibt es etliche Skylakes, wenn du es so sehen willst. Hat er mir dann auch geschrieben, was er dafür eins braucht? Oder braucht er einfach nur. Naja, braucht einfach nur ein Motherboard. Okay. Da würde ich sagen, nehmen wir natürlich das Billigste vom Billigsten. Und dann haben wir $150. Soll bitte morgen ankommen. Und dann hat sich die Soße erledigt. Und wir akzeptieren das Ganze und es geht in den Transit, meine Freunde. Das heißt, wir beenden den Tag. End of the day. Und dann bekommen wir einmal den ganzen Spaß hier. Replace the Motherboard. Gut, dann bauen wir jetzt gleich das Motherboard erst einmal. 3 Aufträge. Es wird mehr. Aber das ist gut so, denn wir müssen ja auch Geld verdienen. Und scheinbar Miete bezahlen, die 500 € im Monat beträgt. Wo ich mir so denke, ja gut. Habe ich gesagt, dass das 500 € im Monat sind. Aber ja, was willst du machen? So. Ja, natürlich hier das komplette Motherboard raus auseinanderschieben. Ist natürlich auch wieder so eine Sache. Aber hey. Was willst du tun? So, weg damit. Dann müssen wir die ganzen Kabel entfernen. Wir müssen ja an sich nur an das Motherboard ran. Ja gut, dann ziehen wir halt das Urner mit raus. Ich hätte es jetzt halt drin gelassen, aber na ja, gut. So, Insel Motherboard ist broken. Geht das hier rein? Hier rein, da rein. Ist sogar das gleiche, wenn ich es gerade richtig sehe. Haben wir nichts verkehrt gemacht. Da bin ich immer. Nennen wir es mal. Nein. Da bin ich immer sehr beruhigt, wenn sowas ist. Zack, zack. Zack, zack. Das brauche ich noch für später, diese 4 GB. Das has been broken. Das geht hier mit ran. Ja, ein bisschen Wärmeleitpaste. Geht das so klar? Anscheinend schon. Ich meine, die Grafikkarte wieder hier reinschieben. Ja doch, das hört richtig hin. Memory haben wir ja auch schon. Platitude Cooling, Cooler Mass, Dings drüber. Da müssen wir ja kurz die ganzen Kabel wieder anstecken. Das hier unten dran. Das da mit dran.
Ja gut, der Spaß muss hier drüben noch mit ran. Das hat jetzt aber hiermit gerade gar nichts zu tun. So. Dann ist das hier drinnen schon mal wieder erledigt. Aber noch gucken, ob der ganze Spaß dann auch bootet. Was ja nachvollziehbar ist. So, schön. Dann starten wir den ganzen Spaß mal. Ne, er bootet nicht. Also, weil wir hier das Kabel noch vergessen haben. So, mal gucken, ob er jetzt bootet. Sehr schön. Damit geht der hier schon einmal raus. Dann nehmen wir uns den hier. So, boot by the Raspberry Play and install you. Das machen wir, das ist kein Problem. Machen wir das hier raus. Schieben wir hier die Grafikkarte raus. Tun eine neue Grafikkarte hinein. Die, nicht die Broken, die hier. Gut, dann machen die PC-Parts wieder ein. So, not, was? Not plug it in. Nö. Das ist easy hier. So, hallo. Darf sich aber halt auch nicht verklicken, sonst geht die Markierung immer wieder weg. So, ready und ready. Sehr schön. Fertig verpackt, geht der ganze Spaß dann hier hin. Und dann haben wir hier ein Upgrade. Das war ja hier meines Erachtens nach der Arbeitsspeicher, der hier ausgebaut werden musste, oder? Ja, na gut, und es muss noch was getestet werden. So weniger das Problem. So. Hier muss man hier in Tools rein. Lass mal das hier erstmal dran machen. Dann removen wir das Ganze. So. Ist natürlich auch wieder sehr schicki gemacht hier. Ein Riesending. Die würde ich gerne trotz all dem, wenn es geht, removen, oder ist das nicht drin? Ich würde den Arbeitsspeicher halt gerne mal ausbauen. Wenn das so halbwegs so möglich ist oder so. Nee, ist es nicht. Ich merke schon. Gehen wir mal von hinten dran. So. Was ist denn hier mit diesen. Warum ist denn der hier so. So nervig? Ne? Das scheiß Ding hier. Liegt das daran? Das ist ja Motherboard. Ist auch Motherboard. Gut, danke. Engine Scanner. So ein nerviges Ding. So, jetzt durfte ich gerne mal den neuen Memory Speicher wieder installieren. Hier. So. Ja, Tools, kann man kurz hier ein bisschen Paste drauf. So passt hier, so am Ende keiner rumheult. Connecting and connecting. So. PC Part 1. Kann ja mittlerweile schon mal starten. So und so. Wunderbar. Dann adden und adden.
Alles klar. Also ich halte den PC ja schon für fett, ne? Also ohne Witz. Also was ist gut? Ich will ja nicht, was hat er hier drinne? An der Grafikkarte sehe ich jetzt nicht, oder? Doch hier MSI. Ja, MSI irgendwas halt. Jawohl. Ja, nee. Könnte eigentlich schon bei so einem riesen Kühler da drinne. Erwarte ich aber eigentlich schon ein bisschen mehr FPS. Ruckelt sich ja hier ein ab, ist ja Wahnsinn. Ein riesen Kühler, Alter, und dann so eine Leistung. Na gut, das sollte jetzt ja hier, ne, da nochmal, und dann ist er fährt schnell hier. Ja gut. Auf jeden Fall, die Dauer von 3D Mark haben sie 1:1 so übernommen. Dauert nämlich wirklich ewig und 90 Jahre, bis mal sowas fertig ist. Oh, sehr schön. 2137, du Heimatland. GTX 960 ist das. Ja gut, da kann ja nichts viel draus werden. Das ist ja nur eine 960, ist jetzt nicht mehr so zeitgemäß, ne? So, passt, 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 passt. Gut, drei Aufträge können wir damit hier offiziell collecten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, help quickly, available for upgrade work. Help quickly, remove viruses, completed by end of day in 4 days. Das ist kein Problem. Einfach her damit. Upgrade to 4 GB. Best Ryan Christian Run 3D Mark. I need 4 GB of RAM. Wow. $120 ist ja kein Problem. Je nachdem, was er drin hat, so, wir hätten den schon zum Spaß einfach mal. $70, 120 machen wir immer noch ein bisschen plus. Alles in Ordnung. By now. Inventory, wollen wir mal kurz gucken hier. Habt ihr noch irgendwo Memory? 2 GB, kann man sehen. Motherboards, $3 ist das Ganze noch wert, herzlichen Glückwunsch. $8 ist die kaputte Grafikkarte wert. Sehr schön. So wünscht man sich das doch, ne? So, Klingklang, end of the day. So, Hallöchen. So, dann scannen wir den ganzen Spaß mal hier. So, you can boot the OS remove. Habe ich nicht irgendwas gesehen, dass ich hier. You must level 3 in the workbench. You must level 8 in the workbench. Na ja, gut. Was war jetzt hier das Problem? Remove Virus and Boot. Ja, und das Ganze halt relativ fix. Ah, kriegen wir ja hin, ist ja kein Problem. So. So, hier dran mit dir. Und du hier dran. Dann machen wir das Ganze Spaß hier. Und dann let it go, let it go, let it go. Dann installieren wir ja den Virenscanner. Restarten. Starten den ganzen Spaß. Clean up. And shut down. Und damit geht der hier einmal wieder weg. Und der hätte jetzt hier noch gerne ein Upgrade. Das Upgrade kriegt er. So. Naja, so, wenn schon Leave the Part hier. Hier wäre jetzt nicht so ein fetter Kühler drauf. So, dann verkabeln wir hier den ganzen Spaß schon mal, dass das alles ein bisschen schneller läuft. Zack. Grafikkarte hier dran. Dann schauen wir mal hier. Weg und weg.
Ja gut. Ich ruppe jetzt denen ihre 2 GB raus und ruppe halt 4 GB von mir halt rein. Ich nenne es mal, das können wir mal als Service unserer Sparkasse ansehen, ne? Das ist ganz klar. 2 GB hätten es da natürlich jetzt so auch noch getan. Aber, also jetzt. Das hätte es natürlich auch getan, da wären wir logischerweise ein bisschen billiger weggekommen. Aber so tragisch würde ich das jetzt auch nicht einschätzen, also von daher. Restarten wir mal. Lassen den ganzen Spaß wieder. Ach du Heimatland, 6 FPS. Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Was sind denn das für PCs, Jungs? Nee, 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 nee. Ja, doch, 13, hier schon mal bei 13 FPS. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, also wir haben dann im Endeffekt ab Level 8 noch eine Workstage und ab Level 3 eine Second Workbench. Und das ist jetzt hier unsere First Workbench, wenn ich das richtig sehe. Okay, das ist also unser Ding. Naja, gut, klar, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Also schon mal ab Level 3, dass wir schon mal parallel an zwei PCs gleichzeitig arbeiten können. Während der beispielsweise hier so ein Blitzen ja macht. Ja. Also an sich schon mal gar nicht so verkehrt. Dann können wir aber hier die 2 noch ab. Dann sind wir aber erstmal fertig für den heutigen Part. Wie ist eure Meinung bis dato? Ach hier, Japan. Sehr schön, oder? Es könnte Japan sein. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Also ich finde das Spiel, also ich bin positiv überrascht. Ich hätte es mir jetzt echt langweiliger vorgestellt. Aber ich finde das Konzept geil. Beziehungsweise die Idee dahinter. Ja? Die Idee ist wirklich geil. Und mit den Englisch komme ich auch klar. Aktuell noch, kann natürlich später noch mal ein bisschen schwieriger werden. Na gut, er hat wenigstens noch einen besseren Score wie der andere, aber trotzdem. Hm, lief beide da, lief beide da. So. Dann collect and collect. Und damit, meine Freunde, sind wir fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Oh, wir sind Level up, Level 3. Sehr schön, neue Motherboards und so weiter und so fort. Und haben auch gleich drei neue Aufträge hier. Einmal, was PC kennen, Play Sail Ray, The Sailing Simulator. What? I need a simulation game right away on my computer. It's about to up the graphic frame top. I use a program called it the one I need the same. Well, my PC is okay for the minimum spec and the recon after the GPU. You can luck. To me, please. Okay. Dann I am black. Bla bla bla. Bla 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 bla. Upgrade to one. Also 1,5 GB of Store. Okay. Ein riesen Text, Alter. And install Shane Power Working 600 or better. Shane? PC Worker Property Reminder. Okay. Na gut. Checken wir auf jeden Fall später mal ab. Ich glaube, für das eine mit diesen Abchecken da, da brauchen wir dieses sogenannte. Ach. Wir können dieses Auto Connect kaufen. Verstehe. Aha. Das ist natürlich interessant. Okay. Quick Cable Tool. Auto Startup Tool. Okay. Faster Installation Group and Auto Screw Tool to unlock and System Info. Will it run? Find was? Find a whether or run or not a part of pain installing parts first. System Info, get the details of the System Performance. Das kostet aber alles irgendwie zu viel. Also dafür, dass er mir hier $90 bezahlen will, bin ich da minimal überfordert, ne? Also die Dinger können es nicht sein, weil find out of whether it will run or not write out the pain of the installing the parts first. Whatever, würde ich sagen, ne? Also.
Keine Ahnung, aber haben wir hier nicht irgendwelche Programme, die das dafür vielleicht noch geeignet sind? Schauen wir einfach mal. Meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, haut rein. Peace and out.